Willkommen zum SSC-Podcast, heute zum bevorstehenden zweiten Karrieretag an der Uni Duisburg-Essen. Am 19. Mai ist es wieder soweit. Von 10 bis 16 Uhr findet der Karrieretag im Essener Glaspavillon statt. Der Career Service des Akademischen Beratungszentrums Studium und Beruf organisiert die Veranstaltung. Sie ist insbesondere für Studierende und Absolventen der Geistes-, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften gedacht. Aber die Veranstaltung ist grundsätzlich offen und alle Interessierten sind herzlich willkommen. Hören Sie nun ein Gespräch mit Andrea Potschadel vom Career Service, die den Karrieretag mit ihrer Kollegin Ruth Girmes organisiert. Danach berichtet eine Studentin von ihren Erfahrungen im letzten Jahr. Frau Potschadel, Sie sind Organisatorin des zweiten Karrieretags für Geisteswissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, einen Karrieretag für Geisteswissenschaftler ins Leben zu rufen? Es ist ja so, dass für andere Fachrichtungen wie die Ingenieure oder die Wirtschaftswissenschaftler schon ähnliche Veranstaltungen und Recruitingmessen existieren. Und wir haben uns jetzt gedacht, dass eben für diese Zielgruppe Geistesbildungs- und Gesellschaftswissenschaftler eigentlich kaum Angebote bestehen. Und nachdem wir das dann schon zum ersten Mal durchgeführt haben, hat sich eigentlich gezeigt, dass unser Konzept da auch auf einen großen Bedarf der Zielgruppe reagiert. Denn unsere Evaluationen aus dem letzten Jahr haben gezeigt, dass viele sich eine Fortsetzung wünschen. Also 99% wünschen sich eine Fortsetzung. Und somit denken wir, liegen wir da gar nicht so falsch. Und was ist jetzt dieses Konzept, von dem 99% der Befragten so begeistert sind? Also ganz kurz auf den Punkt gebracht kann man sagen, das Konzept teilt sich auf in eine Jobmesse mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. Das heißt also, wir bieten an dem Tag Workshops, Vorträge zu Berufsfeldern, Diskussionen, Podiumsdiskussionen an. Und ein Bewerbungsmappencheck rundet das Ganze etwas ab. Und gibt es Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr? Gibt es was Neues, was es im letzten Jahr noch nicht gab? Ja, wir haben an dem Konzept noch ein bisschen gebastelt und auch natürlich die Wünsche und Anregungen der Teilnehmer und Besucher aufgenommen. Das heißt, wir werden mehr Workshops anbieten können in diesem Jahr, beispielsweise den Lektoren-Workshop, also ein Workshop rund um das Thema Arbeiten mit dem Buch. Oder auch die Anregung der Bildungs- und Gesellschaftswissenschaftler, doch noch spezifischeres Angebot für die Zielgruppe zu erstellen. Und da haben wir reagiert und Branchenforen ins Leben gerufen. Branchenforen zum Thema Entwicklungszusammenarbeit und Gesundheit. Das muss man sich so vorstellen, ein Branchenforum, das dauert 2 Stunden. Und jeweils 4 Referenten aus der Praxis erzählen was über ihren Beruf, über die Jobaussichten, über Einstiegsmöglichkeiten. Das Ganze schließt dann immer mit einer Podiumsdiskussion ab und man hat dann so ein kleines Rundumpaket und ist wirklich informiert, weiß, was in der Branche läuft. Und wie war die Resonanz im letzten Jahr überhaupt? Also die Resonanz war sehr gut und wir haben uns sehr gefreut, dass wir 800 Besucher vor Ort verzeichnen konnten. Und es waren überwiegend Besucherinnen von der Universität Duisburg-Essen, aber auch von anderen Universitäten hatten wir Zulauf und da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Die Workshops und Vorträge waren mehr als gut besucht, kann man sagen. Und auch die Aussteller waren sehr zufrieden, sodass wir auch in diesem Jahr einige Aussteller aus dem letzten Jahr wieder vor Ort haben, die begeistert waren und sagen, ja, das ist eine gute Sache, da machen wir auch nochmal mit, haben da gute Praktikanten gefunden oder auch gute Trainees. Und welche Aussteller sind das zum Beispiel? Also in diesem Jahr freuen wir uns sehr, unter anderem die Scholz & Friends Group begrüßen zu dürfen, die Watz Mediengruppe, Deutschlandradio oder auch wieder den Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen. Es ist so, wir veröffentlichen auf unserer Website auch immer die Partner und Aussteller vorab, sodass man sich da immer über die Neuerungen noch informieren kann. Es lohnt sich also, da mal einen Blick vielleicht drauf zu werfen. Muss ich mich anmelden für diesen Karrieretag oder irgendwie vorbereiten? Nein, muss ich gar nicht vorbereiten. Also das heißt, es soll eine offene Veranstaltung sein, wo man die Möglichkeit hat, flexibel zu sein, einfach vorbeizukommen, mitzumachen, sich in Workshops auszuprobieren oder ungezwungen in Kontakt zu treten. Derjenige, der natürlich schon vorab wirklich recherchiert, wer ist denn da und eine Bewerbungsmappe vielleicht an dem Tag schon abgeben möchte, kann natürlich gerne in die Beratung des Career Service kommen und seine Bewerbungsmappe prüfen lassen. Aber es kann auch ganz spontan passieren und am Tag gibt es auch die Gelegenheit, eben Bewerbungsmappen checken zu lassen. Sandra ist 25 und studiert Erziehungswissenschaften. Sie war am 13. Mai letzten Jahres auf dem Karrieretag vor Ort. Was hat Ihnen denn am Karrieretag 2009 besonders gut gefallen? Also besonders interessant fand ich den Vortrag zum Kommunikationsverhalten von Frauen im Beruf. Mir war das so überhaupt nicht bewusst, dass Frauen und Männer im Job also ganz unterschiedlich kommunizieren. Also das war fand ich sehr interessant.
Und ich fand die Workshops auch noch gut. Und dann besonders gut fand ich dann den Workshop für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Da hat man dann Tipps fürs Bewerbungsgespräch bekommen und konnte ich mir nochmal ein bisschen quasi anlernen, wie ich mich nochmal souveräner verhalte im Bewerbungsgespräch. Und ja, ich denke mal, das kann man auch dann sehr gut nochmal für den Berufseinstieg gebrauchen. Haben Sie auch schon andere ähnliche Veranstaltungen besucht? Nee, eigentlich noch nicht so wirklich. Ich glaube, für meine Zielgruppe gibt es da auch nicht so viel. Ich komme ja aus dem bildungswissenschaftlichen Bereich und ja, da gibt es eigentlich nicht so eine Messen oder sowas wie dieser Karrieretag. Und deswegen fand ich es nochmal wirklich besonders gut. Mehr Informationen zum Karrieretag 2010 finden sich unter www.uni-due.de/karrieretag.